Herzlich willkommen bei bikechannel.ch. Wir stellen euch hier die brandneue Shimano Sportkamera CM1000 vor. Ihr erfahrt in diesem Video, ob die neue Shimano Action Cam der bewährten GoPro Hero 3 Plus Black Edition die Stirn bieten kann und für wen sich der Kauf dieser Kamera lohnen könnte. Die Firma V-Sport in Regensdorf und Yeticon stellte uns für mehrere Wochen eine Shimano-Kamera zum Testen zur Verfügung. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Die Shimano CM1000 ist äußerst kompakt und verfügt über ein robustes Gehäuse. Ihr Gewicht ist erfreulich gering. Die Befestigung ist GoPro-kompatibel. Das ist super. Damit steht einem die ganze Vielfalt der bestehenden GoPro-Halterungen zur Verfügung. Auch bei der Bildqualität muss sich die Shimano Sportkamera nicht hinter der GoPro verstecken. Das gilt insbesondere bei der Weitwinkeleinstellung von 135 Grad, was ungefähr der Einstellung Mittel bei der GoPro entspricht. Im Super-Weitwinkelbereich geht sie ja sogar bis 180 Grad. Sie ist also weitwinkliger als die GoPro mit 170. Leider gibt es dann unschöne Verzerrungen, wenn sich die Kamera bewegt. Diese Verzerrungen treten nicht wie bei der GoPro nur am Rand, sondern auch in der Bildmitte auf. Mit der kleinen Einstellung, 135 Grad Weitwinkel, ist man also besser bedient. Bei der 180 Grad Einstellung kommt noch ein kleiner Schönheitsfehler zutage. Die Bildecken sind schwarz, weil der Objektivschutz etwas zu klein konstruiert wurde. Der Objektivschutz ist auch sonst das schwächste Glied in der Shimano Kamerakette. Im Gegensatz zum Gehäuse und der Haptik der Kamera, die einen hochwertigen Eindruck hinterlassen, erscheint der Objektivschutz etwas billig gemacht. Das äußert sich dann bei der Bildqualität. Es kommt zu einem starken Kaleidoskop-Effekt bei Sonneneinstrahlung. Da half auch kein Ausblasen und Reinigen der Abdeckung. Wir vermuten, dass die Oberfläche der Objektivabdeckung etwas zu weich ist. Beim getesteten Gerät handelt es sich nämlich um ein Teil, das vorher schon auf Ausstellungen gezeigt wurde. Shimano wird die Abdeckung übrigens als Ersatzteil anbieten. Die Einstellungsmöglichkeiten und die Bedienelemente sind einfach gehalten. Die Bedienung der Kamera gestaltet sich dadurch unkompliziert. Dazu trägt auch die Freidrehen-Funktion bei. Ist diese aktiviert, kann man die Kamera montieren, wie man will. Das Bild wird immer korrekt gedreht, sodass oben und unten immer stimmen. Will man mehr als einfach nur die Videoaufnahme starten und stoppen, empfiehlt es sich, das Handy mit der entsprechenden App mitzunehmen. Die Kamera verfügt nämlich über kein Display. Das ist wohl ein Tribut an die sehr kompakten Abmessungen des Geräts. Mit der App bekommt man alle Einstellungen angezeigt und die Parameter und Funktionen können bequem angepasst werden. Sogar die Bildkontrolle, also ein Live-View, ist damit möglich. Und zwar flotter, das heißt mit deutlich weniger Verzögerung als bei der GoPro. Die Shimano-Kamera ist mit der Unterwasserlinse wasserdicht bis 10 Meter. Und zwar ohne klobiges und schweres Zusatzgehäuse wie die GoPro. Wenn man also die Kamera vor der Bikewäsche vergisst abzunehmen oder falls man mal in einen Regenschauer gerät, kann nichts passieren. Unser Fazit: Die Shimano Sportkamera ist eine gute Wahl für Radfahrer, die Videos aufnehmen wollen und dabei Wert auf geringes Gewicht und geringe Größe legen. Die Bedienung der Kamera ist unkompliziert und die Bildqualität ist gut. Wir können die Kamera zum Kauf empfehlen. Video-Enthusiasten greifen zur GoPro. Diese bietet mehr Möglichkeiten, insbesondere auch bei der Erstellung von Fotos. In der folgenden Tabelle zeigen wir noch die wichtigsten Vor- und Nachteile der Shimano-Kamera in einer Übersicht.